Ein Schalter ist ein elektronisches oder elektromechanisches Bauteil, das den Stromfluss durch einen Stromkreis unterbrechen kann. Ein elektromechanischer Schalter besteht aus mindestens zwei elektrischen Kontakten, die entweder voneinander getrennt sind oder sich berühren. Im ersten Fall bezeichnet man den Schalter als offen, im zweiten als geschlossen. Idealerweise ist der Widerstand im Zustand offen unendlich hoch, während dieser im Zustand geschlossen gleich 0 ist. Im vorherigen Video haben wir gesehen, dass der Widerstand von Bipolartransistoren durch Anlegen einer Spannung am Basiskontakt verändert werden kann. Der Widerstand ist hoch, wenn 0 Volt Spannung an der Basis anliegen, und er wird klein, wenn diese Spannung auf über plus 0,6 Volt bei NPN-Typen steigt. Ein Transistor kann prinzipiell Stromkreise öffnen oder schließen, indem der Emitter-Kollektor-Widerstand von seinem Minimalwert hin zu seinem Maximalwert oder umgekehrt variiert wird. Betrachten wir den Zustand offen etwas genauer. Der einfachste Stromkreis am Ausgang besteht aus dem Transistor und einem Lastwiderstand. Hier wird ein 1 Megaohm Widerstand verwendet. Das Potentiometer am Eingangskreis ist auf seinen Minimalwert gedreht, womit die Emitter-Basisstrecke kurzgeschlossen ist und hier 0 Volt Spannung anliegen. Die Emitter-Kollektorstrecke und der Lastwiderstand bilden einen Spannungsteiler. Am Lastwiderstand messen wir 0 Volt, die Gesamtspannung beträgt 12,15 Volt und an der Emitter-Kollektorstrecke messen wir 6,07 Volt. Wie das? Wer das Video über digitale Multimeter gesehen hat, sollte sich an den Innenwiderstand dieser Geräte erinnern. Das hier verwendete Multimeter besitzt einen Innenwiderstand von 20 Megaohm, womit sich das Widerstandsverhältnis in dem Stromkreis aus Lastwiderstand und Transistor verschiebt, sobald das Instrument angeklemmt wird. Folglich entspricht die gemessene Summe aus Spannungsabfall am Lastwiderstand und Kollektorspannung nicht der Gesamtspannung. Je größer der Widerstand des zu untersuchenden Bauteils, umso größer ist der sich ergebende Messfehler. Der Widerstand des Transistors liegt offensichtlich deutlich über dem Innenwiderstand des Multimeters. Selbst wenn wir das Messgerät als 20 Megaohm Lastwiderstand verwenden, ist immer noch kein Spannungsabfall zu messen. Der Zustand Schalter offen ist von dem Transistor bei 0 Volt Basisspannung in guter Näherung erfüllt. Der zweite zu untersuchende Schaltzustand ist geschlossen. Schalten wir eine LED in Serie zu einem 1 kΩ Lastwiderstand, um den Schaltzustand des Transistors anzeigen zu können. Wird die Basisspannung langsam erhöht, beginnt die LED bei etwa 0,6 Volt zu glimmen, sie scheint hell bei etwa 0,65 Volt und es ist keine weitere Steigerung der Leuchtkraft oberhalb von 0,67 Volt zu erkennen. Um die LED einschalten zu können, muss eine Spannung von 0,67 Volt an die Basis gelegt werden. Untersuchen wir den Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke des Transistors. Der Spannungsabfall an dem 1 kΩ Lastwiderstand beträgt 9,85 Volt, womit 9,85 mA durch den Stromkreis fließen. Der Spannungsabfall am Transistor beträgt 0,106 Volt. Womit wir einen Widerstand von 10,8 Ohm erhalten. Ersetzen wir die LED und den Lastwiderstand durch einen Elektromotor. Die Basisspannung beträgt nach wie vor 0,67 Volt, dennoch dreht sich der Motor nicht. Warum? Nun, der ohmsche Widerstand des Elektromotors ist deutlich kleiner als jener der LED und des 1 kΩ Widerstands, womit der Spannungsabfall am Transistor auf über 11 Volt steigt, erinnert euch an die Zusammenhänge in einem Spannungsteiler. Die Basisspannung muss weiter erhöht werden, um den Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke weiter zu verkleinern. Bei etwa 0,74 Volt läuft der Motor mit seiner maximalen Leerlaufdrehzahl. Wir erhalten jetzt für den Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke 1,3 Ohm. Wenn ihr euch an die Funktionsweise eines Elektromotors erinnert, solltet ihr wissen, dass der Strom durch die Windungen der Elektrospulen stark ansteigt, wenn der Motor blockiert wird. Jetzt erhalten wir für den fließenden Strom einen Messwert von 240 mA und für den Spannungsabfall am Transistor etwa 7 Volt. Der resultierende Widerstand beträgt 30 Ohm.
Der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke ist trotz konstanter Basisspannung gestiegen. Die Emitter-Kollektor-Strecke ist kein ohmscher Widerstand, der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung ist nicht linear. Die vom Transistor umgesetzte elektrische Leistung beträgt 1,8 Watt, weswegen sich das Bauteil merklich erwärmt. Wie bereits erwähnt, besitzt ein idealer Schalter keinen Widerstand, wenn dieser geschlossen ist, aber wie klein kann der Widerstand eines Transistors werden? Im Datenblatt zu dem verwendeten BD135 ist kein Minimalwiderstand aufgeführt, aber der maximal mögliche Dauerstrom durch die Basis beträgt 500 mA bei einer Basisspannung von 1 Volt. Die dabei anliegende Emitterspannung beträgt 2 Volt und der maximale Dauerstrom durch den Kollektor ist 1,5 Ampere, womit wir einen Minimalwiderstand von 1,3 Ohm erhalten. Eine Eingangsleistung von immerhin 500 mW wird benötigt, um eine Last mit einem niedrigen Widerstand unter diesen Bedingungen sicher einschalten zu können. Behaltet im Hinterkopf, dass der Widerstand eines eingeschalteten Transistors klein, aber niemals null ist. Ein Spannungsteiler wird am Eingangskreis eines Bipolartransistors nur selten verwendet. Normalerweise ist nur ein einzelner Widerstand in Serie zur Basis geschaltet. Dieser Widerstand bildet mit dem in Vorwärtsrichtung gepolten Übergang zwischen Basis und Emitter den benötigten Spannungsteiler. Der Widerstand muss entsprechend der Spezifikationen des Transistors und des Eingangssignals dimensioniert werden. Wird ein Basisstrom von 50 mA benötigt, um den Transistor sicher einschalten zu können, und das Eingangssignal liefert eine Spannung von 5 Volt, ergibt sich ein Widerstandswert von 100 Ohm, unter Vernachlässigung des niedrigen Widerstandswerts des Emitter-Basisübergangs. Behaltet die Leistung im Auge, die von dem Eingangssignal bereitgestellt werden muss. 220 mW werden von dem Widerstand in Wärme umgewandelt. Weitere 39 mW von dem Emitter-Basisübergang. Wenn eure Eingangsschaltung keine derart hohe Leistung bereitstellen kann, ist ein Darlington-Transistor hilfreich. Noch weniger Leistung wird benötigt, um den Schaltzustand eines Feldeffekt-Transistors aufrecht zu erhalten. Wird eine Spannung von 0 Volt zwischen Source und Gate gelegt, so ist ein Schalter mit einem normal sperrenden MOSFET offen. Der Widerstand fällt mit steigender Gatespannung, womit das Verhalten dieser Transistoren dem von Bipolartransistoren ähnelt, jedoch ist die Gatespannung gewöhnlich höher als die Basisspannung. Die maximale Gatespannung des IRLZ24N, eines N-Kanal-MOSFETs, beträgt 16 Volt, was alle Bipolartransistoren zerstören würde. Der minimale Widerstand wird im Datenblatt von MOSFETs häufig angegeben. Der statische Drain-Source-Widerstand des IRLZ24N ist 60 mΩ bei einer Gatespannung von 10 Volt und einem Drain-Strom von 11 Ampere bzw. 105 mΩ bei einer Gatespannung von 4 Volt und einem Drain-Strom von 9 Ampere. Damit lässt sich der Elektromotor problemlos schalten. In einem Feldeffekttransistor gibt es keine leitende Verbindung zwischen Gate und Source- oder Drain-Bereich, wie es in einem Bipolartransistor der Fall ist. Die im Gate-Bereich angesammelte Ladung kann nicht abfließen. Um sicherzustellen, dass ein normal sperrender MOSFET ausgeschaltet ist, wenn der Gate-Anschluss nicht mit einem Eingangsstromkreis verbunden ist, muss ein Widerstand zwischen Gate und Source geschaltet werden, der die Spannung auf Massepotenzial zieht. Einen derartigen Widerstand bezeichnet man als Pull-Down-Widerstand. Wird ein Widerstand zwischen Gate und Plus der Versorgungsspannung geschaltet, so ist der hier zu sehende N-Kanal-MOSFET eingeschaltet, wenn dieser nicht mit einem Eingangsstromkreis verbunden ist. Es handelt sich um einen sogenannten Pull-Up-Widerstand. Es ist darauf zu achten, dass die Versorgungsspannung kleiner als die maximale Gate-Spannung ist, andernfalls muss per Spannungsteiler die Gate-Spannung verringert werden. Ich verwende zur Demonstration des Pull-Up-Widerstands bewusst keinen Elektromotor. Warum, werden wir später noch sehen. Verwendet möglichst hochohmige Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstände, um die Eingangsleistung gering zu halten, denn jetzt fließt ein Strom durch den Widerstand, auch wenn der Schaltzustand des Feldeffekttransistors nicht verändert wird.
Transistoren mit ihrer maximal möglichen Schaltfrequenz zu betreiben, ist knifflig. Der Schaltzustand eines Transistors kann nicht in 0,nix geändert werden. Wird ein Transistor eingeschaltet, so fällt die Emitter-Kollektorspannung von fast der Versorgungsspannung des Schaltkreises auf etwa 0 Volt. Umgekehrt steigt die Spannung von 0 Volt auf den Wert der Versorgungsspannung, wenn der Transistor ausgeschaltet wird. Die maximale Änderungsrate eines Signals nennt man im Englischen Slew Rate. Üblicherweise wird diese in Volt pro Mikrosekunde angegeben. Manchmal ist auch die Anstiegszeit, auf Englisch Rise Time, im Datenblatt vermerkt. Das hier zu sehende Oszillogramm zeigt in Gelb den Verlauf der Eingangsspannung und in Grün das entsprechende Ausgangssignal zwischen Source und Drain eines IRLZ24N. Ein 1 Kiloohm Widerstand ist in Reihe zum Gate-Anschluss geschaltet, um so ein Eingangssignal mit einem hohen Innenwiderstand zu simulieren, was eine schlechte Änderungsrate des MOSFETs bewirkt. Wie im vorangegangenen Video bereits erwähnt, gibt es immer eine Rückkopplung zwischen Signalquelle und Verstärkerschaltung. Bedenkt die Kapazität des Gate-Bereichs von Feldeffekttransistoren. Der Eingangskreis muss eine ausreichend hohe Leistung bereitstellen, um den Transistor sauber einschalten zu können. Werfen wir einen Blick auf die von der Emitter-Kollektor-Strecke umgesetzte elektrische Leistung, während der Schaltzustand von an nach aus wechselt, der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke also von seinem minimalen zu seinem maximalen Wert wechselt. Aus den Zusammenhängen in einem Spannungsteiler lässt sich aus der konstanten Gesamtspannung und dem konstanten Wert für den Lastwiderstand der Leistungsabfall an dem Transistor errechnen. Der maximale Kollektorstrom des BD135 beträgt 1,5 Ampere, die maximale Emitter-Kollektorspannung ist 45 Volt und die maximale Verlustleistung 8 Watt. Es scheint also kein Problem zu sein, eine Last mit 30 Ohm Widerstand, die an eine Versorgungsspannung von 40 Volt angeschlossen ist, zu schalten. Beim Ändern des Schaltzustandes von an nach aus liegt der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke für kurze Zeit bei etwa 10 Ohm. Wird dieser Wert in die Gleichung eingesetzt, erhalten wir 10 Watt Verlustleistung. Bei hohen Schaltfrequenzen erwärmt sich der Transistor merklich. Zum Abschluss noch eine Bemerkung zum Schalten von nicht-ohmschen Lasten. Zu sehen ist hier das Oszillogramm der Source-Drain-Spannung beim Schalten eines Elektromotors. Wie zu sehen übersteigt die Spannung an der Emitter-Kollektor-Strecke des Transistors mit mehr als 25 Volt die Versorgungsspannung von lediglich 12 Volt deutlich. Die maximale Kollektorspannung des Transistors muss für diese Spannungsspitzen ausgelegt sein. Beim Einschalten von kapazitiven Lasten steigt der Strom hingegen auf Maximalwerte, weswegen dabei der maximale Kollektorstrom berücksichtigt werden muss. In diesem Sinne, viel Spaß beim Bau eurer eigenen Schaltungen!